Heute machen wir zweierlei vom Wildschweinrücken. Einmal geschmort und einmal gebraten. Wir brauchen für unseren Wildschweinrücken einen Wildschweinrücken, sieht man hier im Vordergrund. Der ist vakuumiert, war gefroren. Des breiteren Wurzelgemüse. Da habe ich hier einmal so eine Fertigpackung, da sind das rote Beete drin, Möhren drin, Pastinaken drin und Petersilienwurzeln. Ein Sellerie als Staudensellerie und auch als Knolle. Dann für die Soße ein bisschen Sahne. Man kann süße Sahne nehmen, kann saure Sahne nehmen. Eventuell zum Andicken noch ein bisschen Speisestärke. Zum Anbraten verwende ich Sonnenblumenöl oder rechts in der Schale, wer hat Wildschweinschmalz. Es fehlen jetzt noch ein paar kleine Sachen, ein paar Gewürze, ein bisschen Tomatenmark. Aber das sind erstmal so, was wir jetzt sehen, sind so erstmal die groben Zutaten. Da mein Rücken relativ groß ist und ich ihn nicht in den Bräter reinkriege und auch gleich zweierlei machen will, einmal in die Schmorten und einmal kurz gebratenen, werde ich ihn jetzt in der Mitte teilen. Ich werde ihn hier bei den Filets teilen. Hier sieht man jetzt die Filets. Und werde die Seite mit den Filets schmoren und die andere Seite wird ausgelöst und kurz gebraten. Nachdem wir es geteilt haben, dieses Stück werden wir nachher weiterverarbeiten. Das kommt erstmal weg. Dieses Teil, wenn ihr jetzt so ein bisschen überschüssiges Fett habt, schneidet es weg. Es ist hier relativ mager, also werde ich dieses jetzt anbraten. Zum Anbraten einfach mein Fett in den Topf geben. Von beiden Seiten schön anbraten. Wenn ihr es jetzt von beiden Seiten kräftig angebraten habt, nehmt ihr das Stück Fleisch raus. Achtet darauf, dass ihr da nicht reinzieht oder so. Und gebt euer Wurzelgemüse in die Pfanne oder in dem Fall hier in den Bräter und bratet dieses Wurzelgemüse jetzt auch noch mal schön scharf an, bis es Farbe trägt. Tomatenmark gebe ich jetzt auch hier gleich rein und noch ein oder zwei Zwiebeln, die ich vorhin vergessen habe. Die Zwiebeln habe ich nur halbiert und unten die Wurzel abgeschnitten. Schale kann dranbleiben, weil wir das Gemüse nicht mitessen. Dieses werden wir jetzt auch noch so ein paar Minuten richtig schön rösten. Auch mit dem Tomatenmark, dass sich da richtig schöne Röststoffe entwickeln. So, wenn das jetzt alles so circa nach 10 Minuten sich auch gebräunt hat, gebe ich mein Fleisch wieder dazu. Gieße das mit einem Rotwein auf. Rotwein nicht zu sauer, sonst wird es zu sauer braten. Gebe anschließend meine Gewürze zu, die ich einfach kurz vorher nochmal im Mörser kurz anstoße, nur damit die Wacholder und die Pimentkörner sich so ein bisschen öffnen. Also nicht jetzt eine Weile reiben, bis es mehr oder weniger ein Pulver ist, sondern nur grob zerstoßen. Einfach dazugeben. Und jetzt kommt auch mein Salz dazu.
Salz werde ich jetzt alles miteinander verrühren und dann einfach mal den Rotwein kosten. Er muss dann schmecken wie eine, vom Salz her halt wie eine Brühe. Zu viel wird zu salzig, zu wenig ist dann, fehlt euch was vom Geschmack. Dieses lassen wir jetzt bei geschlossenem Deckel mindestens 2 bis 3 Stunden langsam vor sich hin köcheln. Nach einer Stunde wendet ihr bitte, oder alle Stunde wendet ihr jetzt den Braten. Jetzt kommen wir zum Rest von dem Rücken. Da lösen wir uns einfach. Wir schneiden also ganz vorsichtig am Knochen entlang. Und lösen den Rücken aus. So, das machen wir jetzt auf beiden Seiten, all die andere Seite auch. So, jetzt haben wir hier den Knochen. Wenn ihr jetzt nur eine Variante macht, das heißt also nur das Ausgelöste, schneidet den Knochen knein, also teilt ihn zwischen den Rippen und bratet ihn genauso jetzt wie das andere Stück Braten in der Pfanne an, genauso mit Wurzelgemüse und kocht den dann auch eine Weile aus für die Soße, weil ihr habt ja bei dem nachher keine Soße bei. Ich werde diesen jetzt auch klein schneiden und mit in den Topf geben. Einfach so klein hacken und mit zu dem Braten geben. So, unsere Rückenteile werde ich jetzt von überschüssigem Fett befreien. Dieses Fett und diese Abschnitte alle mit in den Topf geben. So, das sieht dann so aus, wenn ihr das alles befreit habt, das jetzt mit in den Topf geben oder als Hundefutter wegkochen. Auf jeden Fall kochen, weil es Schwein ist. Die lassen wir jetzt liegen, so lange bis kurz vor, bevor der Braten fertig ist. Die werden dann angebraten und im Ofen zu Ende gegart. Nach einer Stunde circa oder anderthalb drehen wir das Ganze. Hier sieht man übrigens jetzt noch diese schönen Rippenteile von dem, wo wir uns oben den Rücken auseinandergeschnitten haben. Jetzt drehen wir das Ganze. Nicht nur, dass es auch von besser in der Soße liegt und auch mehr Hitze kriegt, sondern hauptsächlich, damit auch die Würze als Salz und die anderen Geschmacksstoffe besser einziehen können. Gar wäre es auch so geworden. Wie gesagt, es ist nur jetzt zum Einziehen der Gewürze und des Salzes. So, nach circa 2,5 Stunden werde ich jetzt das Fleisch rausnehmen und warm stellen. Das heißt, ich habe mir jetzt den Ofen vorgewärmt auf gute 100 Grad. Eigentlich auf gute, sondern auf 100 Grad. In dieses Ofen werde ich jetzt das Fleisch reingeben, damit es warm bleibt. Und da werde ich nachher auch die Rückenstücken, die ich mir jetzt schon aus dem Kühlschrank wieder rausgenommen habe, damit sie ein bisschen warm werden, zum Garen reingeben. Bevor ich jetzt den Rückenstücken anfange, werde ich meine Soße durch ein Sieb gießen. Wer natürlich dieses Gemüse jetzt mitverwenden will zu dem Braten, der hätte es vorher schälen sollen. Ich habe das Gemüse nicht geschält.
weder Zwiebeln noch Möhren noch ein Pastinaken noch sonst irgendwas. Die Soße ist jetzt geschmacklich schon sehr interessant. Ich gebe aber trotzdem noch einen Becher saure Sahne dazu. Wie gesagt, muss man nicht, kann man durchaus weglassen und die Soße so verwenden. Man kann auch süße Sahne nehmen oder Schmand oder eventuell Creme Fraiche. Bleibt einem an sich selber überlassen. Ich mixe meistens noch kurz mit so einem Zauberstab auf, dann ist die Sahne wunderbar verteilt. Wenn die Soße jetzt noch ein bisschen dicker haben will, kann sie entweder mit Stärke binden oder ich bevorzuge hier dieses Gemüse. Was übrig ist, das reibe ich einfach vorsichtig durch ein Sieb durch und das dickt die Soße auch noch so ein bisschen an. Braucht man also nicht unbedingt jetzt Stärke verwenden. Einfach die Möhren, Sellerie und was eben noch alles drin ist, leicht durch ein ganz feines Sieb drücken. Jetzt kommen wir zu den Rückenstücken. Ganz leicht salzen. Pfeffer verwende ich nicht, weil der würde beim Anbraten verbrennen. Ich salze so 2-3 Minuten maximal jetzt einwirken lassen. Und in einer Pfanne kurz von jeder Seite anbraten lassen, dass wir ein bisschen Farbe kriegen. Hat jetzt maximal eine Minute gedauert, dieses Anbraten. Das reicht. Und jetzt bei 100 Grad zu dem anderen Fleisch legen und so circa 15 bis 20 Minuten durchziehen lassen. So nach guten 10 Minuten werde ich mal ein Stück anschneiden. Das ist jetzt gerade so, ich würde dem ruhig noch 5 Minuten gönnen. So, die ganze Sache ist jetzt nach 5 Minuten aus dem Ofen gekommen. Den Rücken lege ich jetzt beiseite. Und werde jetzt die, ich meinte jetzt den großen Rückenstück, lege ich beiseite und werde jetzt die kleinen mal so ein bisschen aufschneiden. Und ihr seht, wunderbar gebraten und auch durchgezogen. Hier seht ihr jetzt zweierlei vom Wildschweinrücken. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt Fragen oder Anregungen haben, was ich für euch als nächstes backen oder kochen soll, hinterlasst in den Kommentaren bitte euren Wunsch. Danke sehr.